Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Gustav Saring und heute behandle ich ein kleines VPN-Problem. Und zwar, wenn man mit dem Windows 10 integrierten VPN-Client eine L2TP-VPN-Verbindung mit IPsec in einem genadeten Netzwerk zu einem VPN-Gateway aufbauen möchte. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, bitte hinterlasst doch ein Abo, ein Like oder setzt auch einen kleinen Klick auf das Glöckchen, damit ihr zum nächsten Video erinnert werdet. Eine kurze Erklärung zu dem NAT oder beziehungsweise genatteten Netzwerken. Das hat im Prinzip jeder, der zu Hause einen Router hat und zumindest wenn er über IPv4-Verbindungen arbeitet und damit ins Internet geht, dass die lokalen IP-Adressen, also die Rechner, die innerhalb des Netzwerkes sind, nicht direkt aus dem Internet erreichbar sind. Die Lösung des Ganzen ist natürlich wieder mal über die Registry, das heißt vorher möglichst eine Datensicherung durchführen und natürlich auch jemanden Versierten dran lassen an den Rechner, falls man selber sich zu unsicher ist. Um das Problem jetzt mal ein bisschen aufzuzeigen, verbinden wir uns einfach mit einer Verbindung mit IPsec natürlich und die ist auch schon korrekt fertig konfiguriert und wir wählen uns einfach mal ein. So, das leiert ja dann ein bisschen, dauert in der Regel so 30 Sekunden, bis das Timeout kommt. Beschleunige ich jetzt ganz kurz ein bisschen. So, und dann bekommen wir natürlich diese wunderschöne große Fehlermeldung. Also ich kenne sehr viele Leute, die haben da Stunden und Tage verbracht, bis sie es aufgegeben haben und dann auf irgendwelche teuren VPN-Lösungen zurückgegriffen haben von Sophos und andersweitig, um das Problem zu lösen oder halt völlig verzichtet haben. So, dann öffnen wir mal den Rec-Editor und zwar als Administrator. Und dann öffnet sich dieser natürlich auch. Ich klappe das mal hier zusammen. Und zwar, wir haben hier den Bereich Hotkey Lokal Maschinen. Den öffnen wir mal. Dann gehen wir auf System. Dann in System scrollen wir einfach mal so nach unten. Und bis zu dem Punkt, das war schon ein bisschen zu weit. Und zwar Policy Agent. So, und hier müssen wir jetzt einfach wieder einen Registry-Eintrag hinzufügen. Wie gesagt, bitte macht vorher immer Backups oder beziehungsweise, wenn ihr euch völlig unsicher fühlt, dann holt euch jemanden, der ein bisschen hilft und da man in der Registry immer viel Schaden machen kann. So, den Registry-Eintrag, den verlinke ich Ihnen euch dann mal unterhalb des Videos nochmal. Also ich habe da eine kleine Reg-Datei erstellt, mit der die man einfach mit einem Doppelklick ausführen kann. Aber wir können den, sag ich mal, den Typ jetzt auch mal manuell einfügen. Und zwar nehmen wir das jetzt mal. Achso, was ich ausgelassen habe hier in der Ebene, weil das schon von alleine aufgeklappt ist. Und zwar System Control Set. Das ist der richtige Punkt. Genau, Control Set. Das hat man erst vergessen. So, also wir sind ja jetzt hier in der Ebene. Ich scroll trotzdem mal wieder dorthin. Ja. Da sind wir. Okay. So, hier fügen wir jetzt einfach einen neuen D-Word, also hier, wo die 32 Bit dran stehen. Den benennen wir mal hier so mit diesem komplizierten Begriff. Und in den Wert tragen wir im Prinzip eine 2 ein. Okay. So, das wird jetzt natürlich nicht sofort fruchten. Das heißt, ich muss jetzt mal ganz kurz einen Neustart machen. Und das heißt, bis gleich und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder. Und jetzt gehen wir wieder mal auf unsere Netzwerkverbindungen und wählen uns einfach mal hier ein. Und wir sehen, zack, zack, zack. Und drin sind wir. Okay, also es tut mir jetzt leid für die, die jetzt Tage versenkt haben und
sozusagen es nicht hingekriegt haben, die Verbindung aufzubauen. Aber das ist halt meistens das Problem. Ist halt leider in den meisten Dokumentationen nicht so offensichtlich dokumentiert, dass dieses Problem besteht. Oder auch andere. Okay, das war's erstmal wieder von mir. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es doch unten in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Ansonsten wünsche ich euch ein Fest, schöne Woche und bis bald, euer Christoph.